Ja, endlich haben wir es geschafft. 70 Abonnenten. Ich habe ja schon vor längerer Zeit angekündigt, wenn ich 70 Abonnenten habe, mache ich ein Special. Und ja, zu dem Special komme ich dann gleich noch. Ich möchte mich natürlich vorab oder im Voraus schon bedanken für die tatkräftige Unterstützung von euch, die diese Zahlen überhaupt hier, auf die ich gleich zu sprechen komme, überhaupt erst möglich gemacht haben. 70 Abonnenten. Diese Zahl muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, wenn man überlegt, ich habe mit 0 Abonnenten angefangen. Gut, jeder hat auf YouTube hat hier mit 0 Abonnenten angefangen, aber ich habe es spaßeshalber gemacht und hätte niemals damit gerechnet, dass ich überhaupt jemals eine zweistellige Zahl bei den Abonnenten irgendwann mal stehen haben werde. Ja, und heute sind es dann 70 Abonnenten schon. Das ist eine unglaubliche Zahl für mich und noch unglaublicher sind im Vergleich dazu die Aufrufe. Über 5000 Aufrufe. Wir haben hier gerade 5349 Aufrufe. Wenn man sich diese Zahl mal durch den Kopf geht und das im Vergleich zu 70, zu den, ja, jetzt vergleichsweise doch niedrigen, aber für mich natürlich super hohen 70 Abonnenten, ist das eine enorme, unglaubliche Zahl. Über 5000 Mal wurden meine Videos aufgerufen. Über 5000 Mal haben Zuschauer aus aller Welt, gut, die meisten kommen natürlich aus Deutschland, aber haben meine Videos angeschaut und viele von ihnen verehren meine Videos und das habe ich jetzt ja, ganz absichtlich dieses Wort gemacht, genommen, denn in letzter Zeit mein Kanal wird immer aktiver, ich habe immer mehr regelmäßige Zuschauer, die aktiv meine Videos schauen, kommentieren und das macht mich natürlich super glücklich. Ich sehe, hey, du machst Leute glücklich mit deinen Videos, du unterhältst sie und das ist genau das, was ich erreichen wollte. Als ich mit YouTube angefangen habe, ich glaube, das ist schon über 2 Jahre her, als ich mir diesen Account erstellt habe, hätte ich niemals damit gerechnet, dass ich so viele Leute erreichen kann. Jetzt ist es dazu gekommen und ich bin echt froh, ja, dass das überhaupt erst möglich geworden ist, dass ich ja Let's Plays mache, diverse Let's Plays oder andere Videos und Leute zuschauen und mir ein Feedback geben, wie, was sie toll fanden, was sie vielleicht nicht so toll fanden. Und das macht unglaublich viel Spaß. Und dann möchte ich nochmal, bevor ich jetzt wirklich auf das Special zurückkomme, was sich in Zukunft verändern wird, möchte ich nochmal auf die Analytics eingehen. Und zwar in den letzten 28 Tagen. YouTube stellt ja immer so ein paar Statistiken zur Verfügung. Und dann fange ich mit dem ersten Punkt an. 552 Aufrufe. Und das, ja, im letzten Monat, könnte man praktisch sagen. In einem Monat, wenn man sich diese Zahl mal durch den Kopf geht, 552. Und jetzt gucken wir mal oben auf die Gesamtaufrufe, 5300 irgendwas. Ganz ehrlich, das ist enorm viel. Wenn man überlegt, 5000 Aufrufe in 2,5 Jahren, circa, ich weiß nicht genau, wann ich den Account erstellt habe, und dann allein im letzten Monat 500 davon. Das ist prozentual gesehen enorm viel. Und das nur in einem Monat. Und das liegt natürlich daran, dass ich jetzt viel, viel mehr Videos mache, viel mehr hochlade, viel aktiver bin auf YouTube, als es vergleichsweise damals noch war. Da habe ich ab und zu ein paar Videos hochgeladen, das war es dann, kam monatelang wieder nicht. Und deswegen denke ich, dass da auch in Zukunft noch viel mehr drin sein wird. Und darauf bin ich wirklich stolz. Und worauf ich noch viel, viel mehr stolz bin, viel stolzer bin, ist die Wiedergabezeit. Mit 552 Aufrufen habe ich über 1000 Minuten Wiedergabezeit. Und das allein nur im letzten Monat. Ja, in den letzten 28 Tagen habe ich 1000 Minuten über Wiedergabezeit. Und wenn man sich diese Zahl durch den Kopf geht, wenn man es mal in Stunden umrechnen will, ich habe es jetzt nicht genau gemacht, aber 600 Minuten sind ja dann schon 10 Stunden, das sind dann so um die 12 Stunden oder was weiß ich. Enorm viel, enorm viel. Und das ist grandios, dass wirklich Leute aktiv meine Videos schauen. Nicht nur, dass sie einfach draufklicken und dann sofort wieder wegklicken. Kommt natürlich auch immer wieder vor. Aber es gibt Leute, die schauen aktiv meine Videos und ich merke es auch in den Kommentaren. Hier, guck mal bei Minute da und da, da war es voll lustig oder hey, danke für die Folge, danke fürs Hochladen. Wann kommt wieder die nächste Folge? Dass ich wirklich aktive Zuschauer habe und darauf bin ich sehr, sehr stolz und ich freue mich wirklich, dass ich euch damit unterhalten kann, dass ich damit euch erreichen kann. Und man sieht ja auch hier, Abonnenten in den letzten 28 Tagen sind 5 neue Abonnenten hinzugekommen. Aber man sieht hier ganz klar, es ist immer ein deutliches Auf und Ab. Also vor wenigen Tagen hatte ich 69 Abonnenten. Da habe ich gedacht, ah, jetzt kannst du gleich das Special machen, kannst schon mal bereit machen, so ungefähr. Und ein paar Stunden weniger waren es auf einmal nur noch 68.
ist es immer ein Auf und Ab. Deswegen auf diese Zahl kann man sich hier natürlich nicht so verlassen. Die sind dann schon in meinen Augen wesentlich aussagekräftiger. Das ist immer so ein, naja, ne? Aber so, man sieht, es geht auf jeden Fall. Es ist ein Plus, es ist kein Minus. Das freut mich auf jeden Fall. Ich denke, in Zukunft wird da noch mehr drin sein. Ja, und dann zum letzten Punkt möchte ich auch noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, bevor ich dann wirklich aufs Special übergehe. Der letzte Punkt, geschätzte Gesamteinnahmen. Ja, und ihr habt richtig gesehen, es sind 0 Dollar oder umgerechnet auch 0 Euro, ja. Das mag jetzt vielleicht den einen oder anderen doch wundern, denn vielleicht hat ja der eine oder andere gedacht, ich verdiene mit YouTube Geld. Mit 5000 Aufrufen, da hat man doch bestimmt schon 100 Euro verdient oder was weiß ich. Nein, ich verdiene mit YouTube kein Geld. Die Zahl ist richtig hier, es handelt sich nicht um einen Fehler. Es liegt daran, dass ich mit YouTube nie vorhatte, überhaupt so groß zu werden. Ich habe einfach damals ein paar Videos gemacht. Spaßeshalber, damit habe ich angefangen. Und ja, habe letztens dann immer aktiver, immer mehr Videos hochgeladen und habe gesehen, hey, du erreichst ja tatsächlich Leute damit und du unterhältst damit Leute. Du machst. Du kannst Leute damit unterhalten. Die haben Spaß, deine Videos zu schauen. Und das war auch so der Grund, warum ich damals überhaupt damit angefangen habe, Videos hochzuladen. Ich wollte damit, auch wenn wenige Leute, ich habe gedacht, naja, vielleicht so 10 Aufrufe wären toll. 10 Leute aus Deutschland oder so haben deine Videos schon gesehen. Und das war damals so auch und bis heute noch der Grund, warum ich überhaupt diese Videos hochlade, um Leute zu unterhalten. Damit ich sehe, hey, ihr könnt mir Feedback geben, was kann ich nächstes Mal verbessern, um das Ganze noch unterhaltsamer für euch zu machen, um das Ganze noch lustiger zu machen. Wer mich kennt, ich irgendwie mache ich ja immer irgendwas in Let's Plays, was dann ziemlich lustig ist oder ich einfach nur tollpatschig bin und irgendwas übersehe. Irgendwas gibt es immer, was dann doch ganz lustig ist. Und ja, das ist bis heute der Grund, warum ich YouTube mache und warum ich das YouTube auch weitermachen werde und zwar noch aktiver in Zukunft. Dazu dann gleich mehr. Und ja, ich hatte nie die Absicht, mit YouTube Geld zu verdienen. Und ich sag's auch ganz ehrlich, wer nur mit YouTube anfängt, nur um Geld zu verdienen, dem sei schon gleich gesagt, der wird nach kurzer Zeit schon aufhören, denn bis man sowas überhaupt hier aufbaut, ich meine, das sind schon 2,5 Jahre her und ich habe gerade mal 70 Abonnenten. Gut, wenn man natürlich viel, viel mehr, viel aktiver ist, aber muss man sich auch durch den Kopf gehen, das braucht natürlich auch alles viel, viel Zeit. Aber so schnell wird man hier nicht reich werden und ja, ich habe bis heute 0 Euro verdient. Ja, und wie gesagt, ich habe nicht vor, damit Geld zu verdienen. Und selbst wenn ich das jetzt machen würde, ich denke nicht, dass da großartig viel Geld herbei rausspringen wird. Aber darum, wie gesagt, mir geht es darum nicht. Es geht mir darum, dass ich Leute damit erreichen kann, Leute unterhalten kann. Und ja, darauf bin ich wirklich sehr froh, dass es auch wirklich klappt. Man sieht es auch hier in der Kommentarebox. Immer wieder kommt hier irgendwie so ein paar Kommentare. Und da möchte ich auch ganz kurz nochmal, bevor ich jetzt wirklich auf das Special zurückkomme oder überhaupt erstmal darauf zu sprechen komme, auf den letzten Kommentar hier eingehen. Was macht eigentlich deine YouTube-Homepage? Ja, da ich habe ja angekündigt, dass ich die irgendwann mal überarbeite. Und es gibt in letzter Zeit so viel zu tun. Ja, auch privat, dass ich dann kaum Zeit dafür habe. Ja, dann auch auf CutCon. Ich bin immer noch an der Pressekonferenz am Arbeiten, muss sie jetzt zusammenschneiden, dann veröffentlichen. Und bevor ich das alles nicht gemacht habe, werde ich da auch großartig nicht weiterarbeiten. Ich werde aber sagen, in den nächsten Tagen, denke ich mal, werde ich dann hoffentlich weiterarbeiten können. Und dann wird das Ganze auch überarbeitet. Dann kriegt das Ganze wahrscheinlich eine komplett neues Design etc. Also ich kann sogar schon mal so viel sagen. Sie wird auf jeden Fall in Zukunft überarbeiten werden und wann in Zukunft, also was in Zukunft bedeutet, das kann ich jetzt auch leider noch nicht genau sagen. Ich hoffe, es in den nächsten Tagen wirklich neu überarbeiten zu können. So viel erstmal zur Vorrede, die mal wieder 35 Minuten oder so gedauert hat. Ja gut, so viel waren es zum Glück nicht, aber 34. Viel Spaß. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema. Und zwar 70 Abonnenten. Ich hatte gesagt, da mache ich ein kleines Special. Und ich hatte ja so einen kleinen Vorgeschmack geliefert, was das dieses Special ist. Dieses Special ist ja ein neues Spiel, ein neues Let's Play auf meinem Kanal, wovor ich schon ziemlich viel Angst habe. Ich will es gar nicht spielen. Es ist Cry of Fear. Ja, ein sehr
sehr grauenvolles, aber wirklich sehr tolles Horrorspiel. Und ja, ich habe es vor etlicher Zeit mal auf dem Kanal tatsächlich angefangen. Wahrscheinlich werden es die meisten gar nicht wissen, weil ich habe es nach kurzer Zeit schon gelöscht, weil damals, da war ich noch kleiner. Und dann habe ich das gespielt und irgendwann war ich dann so weit, da hatte ich keine Lust mehr auf das Spiel. Da habe ich einfach so viel Angst gehabt und dann habe ich gedacht, nee, das machst du jetzt nicht. Das spielst du nicht weiter. Und dann habe ich auch die zwei, drei Folgen, die hier dann auf meinem Kanal waren, gelöscht. Ja, jetzt habe ich mir vorgenommen, bei 70 Abonnenten, da müssen deine Abonnenten auch irgendwie mal was Besonderes zu sehen bekommen. Und da habe ich gedacht, komm, dann spielst du einfach mal ein neues Spiel. Also zusätzlich natürlich, jetzt das will ich jetzt irgendein Spiel ersetzen, sondern zusätzlich werden da jetzt ab und zu so ein paar Cry of 4 Folgen kommen. Und ich bin echt gespannt, wie ich mir hier in die Hose scheißen werde. Ich habe mir extra schon so ein paar Pampers zur Seite gelegt. Nein, kleiner Spaß am Rande, kleiner Scherz am Rande. Nee, aber auf jeden Fall wird es da das Horrorspiel geben, so als kleines Special. Und natürlich wird in Zukunft das ein oder andere noch vom Spiel von mir vorgestellt werden, Let's Played werden. Gerade hier auf Steam gibt es ja gerade momentan sehr schöne Spiele und ihr könnt ja auch ein paar Vorschläge machen. Ich bin auf jeden Fall sehr offen, solange es natürlich nicht zu viel Geld kostet. Ich muss auch alles natürlich selber bezahlen. Aber ich denke, in Zukunft werde ich dann auch das ein oder andere Spiel noch so spielen. Ja, deswegen auf jeden Fall so viel erstmal zum Special. Special. Ja, also wie gesagt, erstmal Cry of 4, auf jeden Fall ab und zu ein paar Folgen, damit ihr mal was Besonderes seht. Und natürlich in Zukunft auch viel mehr Videos, weitere Spiele. Also da bin ich auf jeden Fall offen. Ich habe mir auch vorgenommen, jetzt aktiver wieder zu werden. Ich war in den letzten Tagen so nicht mehr so viel aktiv. Gut, mittendrin gab es jetzt Internetprobleme, die sind zum Glück jetzt behoben. Ich habe auch gerade hier unten wieder ein Spiel auf Steam am Downloaden, also beziehungsweise ein Update, kein Spiel. Also das funktioniert wunderbar. Von daher denke ich wieder, dass mich das jetzt nicht hindern wird, neue Videos hochzuladen. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Nochmal vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung, dass ihr sowas überhaupt erst möglich gemacht habt. Und ja, auf dieses nächste Abo-Special, ne? Okay, alles klar. Ciao, ciao.